willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Bundeshaus, direkt zu euch heim. Und mein Gast heute ist der Andreas Glarner. Andi, ich habe deinen Lieblingswein. Und wir haben vorher darüber geredet. Es ist wirklich die letzte Flasche und sie ist sogar abgebrochen. Aber es langt noch für ein Glas für dich. Und ich hoffe auch noch für ein bisschen, ja, es langt schon noch. Für mich, es ist ein Iworn. Und den hast du besonders gern, ich eigentlich auch. Das ist doch der Sessionswein, oder? Sessionswein, genau. Zum Wohl. Ein schöner Wattländer, frisch, fröhlich. Vielleicht eine Einschränkung. Es ist der Lieblingswein von denen, die es im Bundeshaus gibt. Gut. Ja, genau. Du bist ein Weinkenner, ein Weinhändler. Also du hast noch ein breites Repertoire. Genau. Das ist natürlich, aber haben wir auch im Sortiment, ja. Den haben wir sogar auch im Sortiment? Ja. Okay. Jetzt. Du bist so in den Augen von Linken und Grünen eigentlich der meistgehasste Nationalrat, kann man sagen. Irgendwie, ist dir wohl in dieser Rolle? Bist du, ja? Ja, gut, ich kann sagen, seit vielen Jahren, ich bin nicht gewählt, um beliebt zu sein. Also, ich muss meinen Job machen, man muss den Wähler, unseren Kunden, unseren Bürger einen Nutzen überbringen. Wir müssen, ein bisschen salopp gesagt, die Schweiz retten. Und dass es nicht alle gut finden, ist mir schon klar. Und wenn man den Finger auf die wunde Stelle hebt, dann macht man sich immer unbeliebt. Und du machst das ja mit einer Regelmäßigkeit. Also ich kenne niemanden, der das so... Hast du irgendwie einen sechsten Sinn, der dir sagt, wenn ich jetzt hier reingehe, dann klopft es wieder? Irgendwie musst du ja Freude haben daran. Du grinst auch jetzt, oder? Also, ja, also es gibt ja sicher Gelegenheiten, wo sich einfach anbietet. Da gibt es aber auch, wenn man es eben macht, wenn man eben Sachen aufdeckt, dann kommen eben auch Bürger auf einem zu und sagen, hey, schau da, wäre noch ein Fall. Mhm. Also es ist ja so eine Mischung zwischen dem, was sich einfach ja, fast einem angumpelt und das so einem angetragen wird. Brauchst du eine dicke Haut für das? Ja, das braucht es. Es ist auch für mein Umfeld nicht immer einfach, wenn man permanent angeschossen wird. Und ich sage immer das Gleiche, man muss noch merken, wenn es trifft, weil es gibt ja berechtigte Sachen, die man sollte, wo ich vielleicht falsch gemacht habe. Ich muss merken, dass es falsch war. Und da muss man einfach können Triage machen zwischen dem, was man ja, vielleicht richtig gemacht hat und sich zu Recht exponiert und Sachen, wo man muss sagen, ja, das hätte ich jetzt nicht so selber machen. Jetzt gibt es etwa die Fälle, oder, wo du etwas online stellst, wo irgendwie auch eine Handynummer drauf ist oder eine Mailadresse und so. Und oft geht es am Schluss um das. Der Glarner hat jemanden letztlich ausgesetzt der Öffentlichkeit und die haben dann irgendwelche Drohungen bekommen oder so. Ist das beabsichtigt oder was sagst du zu dem Vorwurf? Also jetzt im konkreten Fall Stefan. Genau, das ist der letzte grosse Fall. Genau. Man vielleicht erklären, als Gendertag. Und du hast einen Brief online gestellt, der einlädt zu dem Gendertag und wo die Adresse von dieser Schule Sozialarbeiterin drauf war und die Handynummer. Es ist ihr Name und ihre Handynummer drauf auf einem offiziellen Schreiben. Ich glaube, das ist nichts Verbotenes, wenn man das veröffentlicht. Und B ist die Handynummer, wenn man Schulsozialarbeit Stefan bei Google eingeht, auch gerade drauf. Also die haben ihre eigenen Nummern alle online. Ja. Darum kann man sich jetzt auch nicht prüfen und sagen, er hat meine Nummer online gestellt, sie ist online. Mhm. Und somit ist einer darüber bringen, auf die schlechte Botschaft hat man bestrafen, man wollte ablenken vom Thema. Wir haben natürlich die Leute ertappt. Wir haben Stefan ertappt, was die für ein himmeltrauriges Programm aufgestellt haben, mit dem auch Gender ein Transgender-Logo, das war nicht einfach nur ein Gender-Tag, sondern ein Transgender-Logo war Abbildung. Man hat Mädchen und Buben mit jungen Sternchen, Mädchensternchen angesprochen und man hat einen Zwangstag daraus gemacht. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, zu sagen, hey, entlöhnt die Schulleitung. Und man hat es ja gemerkt, bis zum pensionierten, glaube ich, inzwischen CS-Banker und Gemeindepräsident, hat einfach niemand etwas gewusst in dieser Gemeinde, was die berufsjugendlichen Schulsozialarbeiter genannt für ein übles Spiel treiben. Aber heisst das denn, nicht, wenn du als Politiker das dann online stellst, haben die schon eine andere Liga, als wenn das einfach so irgendwo auf einer Website ist? Also, ja, gut, aber ich bin ja gewählt, zum Missstand aufzudecken. Mhm. Das ist die edelste und wichtigste Aufgabe von Politikern und nicht neue Gesetze zu machen, sondern eben auch und das sehen da oben natürlich einige anders. Ja, das merkt man ja auch. Und es sind ja ganz wenige, die den Kopf zum Fenster rausheben. Ja. Ich mache es jetzt halt. Ja. Und ja, jetzt kann man sagen, jemand hat gesagt, Flughöhe ist nicht die richtige. Doch, ich glaube, warum ist die richtig? Ja, weil Stefan überall ist. Also ich glaube, wir haben jetzt einfach ein Beispiel verwünscht und jetzt tun wir übrigens sogar im Aargau eine Hotline einrichten, eine 0848 Nummer, wo man anrufen kann und so Gender-Zeugs melden und da wird noch viel, viel vorkommen. Also man kann auch übrigens am Nebelspalter schreiben, redaktion@nebelspalter.ch, weil wir, also es ist natürlich ein Thema. Mhm. Und zwar der Grund ist ja nicht unbedingt, weil, ich weiß nicht, wie du siehst, aber
ich meine, dass irgendwie Kinder mal einen Tag haben, wo sie über Sexualität reden, über Mädchen und Buben. Ich glaube, das auch nicht, wenn ich da gelesen habe, was du geschrieben hast in den sozialen Medien oder dann auch in einem Interview, es geht dir ja nicht um das, sondern es wird dann zum Problem, wenn das kippt in eine ideologische, spezielle Richtung, oder? Genau, wir haben jetzt gesehen, also es gibt jetzt inzwischen Leitfäden von Berlin für Kindertagesstätten, wo man also ab 4 Jahren schon will den Kindern beibringen, dass sie sollen die Sexualität entdecken und anfangen, Gender-Zeugs beibringen. Und das finde ich einfach völlig daneben. Mhm. Das geht nicht darum, ich finde sogar im Gegenteil, bei gewissen Kulturen, wo unser Land inzwischen bevölkert, ist es sogar wichtig, dass die Schule die Aufklärung macht, weil die Eltern das nicht machen wollen, genau. Aus Scham oder aus religiösen Gründen. Ja. Nein, da habe ich gar nichts dagegen. Und dass man auch noch irgendwo kann, eine andere gleichgeschlechtliche Beziehung führen, auch nicht. Aber wenn man dann anfängt, wie Berlin jetzt in den Schwimmbädern sieht, 14-jährige Mädchen mit abgeschnittenen Brüsten, dann muss ich sagen, da ist etwas falsch gelaufen. Wenn man anfängt, den Schulkind Pubertätsblocker abgeben, da ist etwas falsch gelaufen. Was ist dahinter bei denen, die das promoten? Also das frage ich mich etwa dir. Um was geht es denn? Es geht ja nicht darum, wir wollen den Gendertag durchführen, sondern in der Regel geht es dann um etwas mehr. Aber was ist genau die Ideologie aus deiner Sicht? Also ich muss das wirklich so hart sagen, wie ich es empfinde, Gesellschaft zerstören. Das haben sie im 68 schon probiert. Denken wir an Cohn-Bendit, wo einen straffreien Sexualverkehr mit Kind gefordert hat. Mhm. Die ganzen Grünen, es gibt ja so eine Broschüre, die sie aufgearbeitet haben, was sie alles geboten haben damals. Und sind interessant, wie sie in den gleichen Kreisen wieder genau das Gleiche wollen. Und das ist, glaube ich, also die Ideologie dahinter, dass man auch beibringen will. Oder es gibt eigentlich 2 Geschlechter. Und dann sagen sie, nein, es gibt eben noch soziale Geschlechter. Und da kann man ja bei Facebook inzwischen bei 76 Geschlechtern auswählen. Wir wollen das nicht. Und schon gar nicht in dieser frühen Entwicklungsphase der Kinder. Wir wollen, wenn das jemand mit 25 sich entscheiden will, doch noch etwas anderes zu sein, soll er das haben. Und das ist so eine verschwindend kleine Minderheit, die tatsächlich von einer Transsexualität betroffen ist, dass wir das nicht allen aufs Auge drücken müssen. Und irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, weißt du, es geht so ein bisschen wie, am Schluss geht es auch um Auflösung von Wahrheit. Absolut. Oder? Und unsere Gesellschaft, auch die Demokratie, basiert ja darauf, dass wir eine Debatte haben über Wahrheit. Und vielleicht sind wir mal gleicher Meinung, vielleicht sind wir unterschiedlicher Meinung, aber wir reden darüber, was wir als Wahrheit empfinden. Und wenn nur noch das gefühlte Geschlecht und die gefühlte Einstellung zur AV-Vorlage, weiss nicht was, eine Rolle spielt, es ist auch, ich habe ein bisschen um den politischen Diskurs habe ich ein bisschen Angst. Oder? Absolut. Das haben wir jetzt gesehen bei der Pandemie. Wir plötzlich nur noch eine Meinung geholt. Man hat es gesehen bei der Ukraine. Nur eine Meinung ist zulässig, nichts anderes. Und da jetzt auch wieder. Und weil wir es jetzt eben ertappt haben, da fühlen sie sich besonders beleidigt, weil sie sind abgestoppt worden vor ihrem eigentlichen Ziel. Und jetzt merken plötzlich, wie grosse Teile der Bevölkerung, hey, da läuft unseren Schulen etwas falsch. Die sind jetzt hellhörig, ich finde, da herhören und decken jetzt mehr und mehr auf. Jetzt sind die also in einem Prozess, wo sie still und heimlich einleiten und durchziehen, sind sie jetzt gestoppt worden. Darum ist die Empörung so gross. Sag mir etwas, ich meine, die Schulen hast du angesprochen, das ist ein wichtiges Thema, auch bei neberspalter.ch. Wir schreiben viel über Bildung und Schulen, weil wir das Gefühl haben, das ist ein wichtiges Thema, das auch sehr viel betrifft. Es gibt sehr viele Eltern in diesem Land, die nicht zufrieden sind mit den Schulen. Aber in Zürich ist eine Mitte-Bildungsdirektorin. In anderen Kantonen hat man auch bürgerliche SVPler und so. Ja, ich spüre aber von diesen bürgerlichen Bildungsdirektoren eigentlich nichts. Es kommt schon auf den Kanton drauf an. Aber jetzt in Zürich ist natürlich absolut keine bürgerliche Frau, Entschuldigung. Silvia Steiner, genau, mit dem Namen nennen. Genau, sie ist einigermaßen tatenlos in vielen Fällen. Ich meine, in Zürich gibt's, also in der Stadt Zürich gibt es Schulhäuser, da kannst du keine Schule mehr geben, weil einfach der Ausländeranteil derart gross ist, dass es nur noch das Verwalten von Multikulturalität ist. Und sie macht nichts dagegen. Es gibt aber auch Schulhäuser in Dübendorf, und ich könnte so ein paar Gemeinden aufzählen, wo man einfach muss sagen, wo ist denn da Frau Steiner? Aber natürlich, wenn man schweigt, wenn man ein bisschen wegschaut, hat man es viel schöner und ruhiger. Aber da müsste jemand eingreifen. Aber in anderen Kantonen, ich meine, ja, es gibt noch mehr, SVP auch, auf deiner Partei. Da höre ich aber auch nicht, dass die irgendwie wirklich etwas machen in diesem Thema. Ja, es gibt schon einige, die es im Griff haben, würde ich jetzt mal sagen. Sag wer? Der Herr Köliker zum Beispiel, St. Gallen. Der hat das im Griff, Außer Toni St. Gallen. Ja gut, aber da kann ich also wirklich ein Mensch dafür. Aber dort, wo er für die Volksschule zuständig ist, er ist noch einer, der in die Schulzimmer reinläuft und geht schauen.
Da gibt es aber andere Regierungen, die das da keinen Namen nennen, die einfach einmal im Jahr für die Presse in Schulzimmer laufen. Und die haben es halt nicht im Griff. Und es ist halt einfach, ich habe das ja gesehen in meiner 20-jährigen Tätigkeit als Gemeinderat, Gemeindame. Am besten schaust du weg, dann hast du es am ruhigsten. Das mache ich aber nicht. Ich bin der, der heranschaut, Missstand aufdeckt und aber auch die Lösung bringt, um es zu ändern. Jetzt ist heute Frauenstreiktag. Und ich meine, ja, jetzt sind wir halt zwei Männer, wir müssen über den Frauenstreik reden. Gut. Ich gehe nicht davon aus, dass du Feminist bist, aber wie schaust du auf das, was jetzt hier passiert? Im Moment läuft, kann man sagen, auf dem Bundesplatz, es darf ja keine Demo sein, weil während der Session darf es keine Demo geben, aber es ist eine Veranstaltung. Ja, was ist das, um was geht es da, deiner Meinung nach? Wie beobachtest du das? Also was ich im Vorfeld gelesen habe, sind wir jetzt bei einem feministischen Frauenstreik. Frau, also, das Wort Frau hat man gestrichen. Genau, und das ist, glaube ich, allen normalen Frauen im Bärendienst erwiesen. Ich glaube, eine normale Frau ist emanzipiert durch ihr Erscheinen, durch ihr Auftreten, durch ihr Sein und hat das überhaupt nicht nötig, was sie da aussen veranstaltet. Und wenn man schaut, sind ja ganz wenig, Entschuldigung, der Begriff normale Frauen dabei, sondern das sind einfach linke Hyänen, sage ich jetzt, das weiss, macht mich jetzt unbeliebt, aber es hat also fürchterliche Geschichten darunter. Und ich meine, ich finde die Anliegen von der Frau dort, wo, also ich bin wirklich ein Gentleman alter Schule und ich achte und liebe die Frau. Ich finde, das gehört sich einfach und eine Frau gehört verehrt und eine Frau, auch meine leider Ex-Frau, hat mir den Rücken frei gehalten bei der Erziehung, in der Firma. Also das sind unschätzbare Dienste. Also das kann man nicht genug hoch belohnen und bewerten. Aber das ist doch nicht das, was die da draussen zelebrieren. Das ist, aber dort, wo eine Frau zu wenig Lohn, also weniger Lohn hat das als ein Mann, also das finde ich ein unglaubliches Overhead. Das würde ich sofort, ich würde sogar einen Artikel einführen, um das zu bestrafen. Aber doch nicht, was die da aussen wieder wollen. Oder? Aber du solidarisierst dich mit ihnen. Musst das, ja, genau. Du hast das offizielle Frauenstreik-Bändchen, jetzt genau. Mangels Haar. Das gehört eigentlich, ich muss sagen, eigentlich gehört das da in die Haare. Jetzt mangels langen Haar. Hast du es einfach so angelegt? Ja, ich habe eben ein Mail bekommen von Frau Funicello. Wir können so ein Scrunchie oder so etwas heisst das, bestellen. Und da dachte ich, das mache ich natürlich. Ich wollte ja solidarisch sein. Ich habe es sogar noch gratis bekommen. Und dann heute Morgen, als ich so wieder anlege, gemerkt, meine Haare sind zu kurz. Und habe es jetzt einfach da vorne angetan. Weil ich mich mit den Frauen, mit der Idee von der Gleichstellung selbstverständlich kann identifizieren. Nicht ganz mit dem, was da draussen abgeht. Ist das nicht, also meine, das ist halt wirklich das Problem von diesen von der Frauenbewegung, dass sie irgendwo gespalten wird durch die Realität. Es gibt sehr viele Frauen, die selber auch sagen, so wie es jetzt du gesagt hast, Gleichstellung ist mehr oder weniger, fast zu 100%, wie auch immer, du musst es definieren, aber es ist eigentlich erreicht. Es hängt, wie auch bei Männern, sehr viel ab, was man daraus aus seinem Leben macht. Aber das, es gibt nicht eine systematische Diskriminierung und dann gibt es die anderen, die immer noch das behaupten. Das spaltet am Schluss die Frauenbewegung, oder? Das ist das, was ich jetzt auch in den letzten Tagen beobachte. Absolut. Also ich glaube, das, was jetzt, also vielleicht ist es vor einem Jahr noch ein bisschen besser gewesen, über zwei, ich weiß nicht, wie eine grosse Frau ist. Vier schon, auf die Zeit geht. Aber was jetzt da aussen abgeht und was im Vorfeld verkündet worden ist, das hat doch nichts mit den wahren Anliegen für die Frauen zu tun, sondern auch mit links-grün unterwandertem Feminismus, wo den Frauen nichts nützt. Wenn ich jetzt bei uns in die Reihe schaue, Diana Gutjahr, Unternehmerin, Martina Bircher, jetzt auch SVP, ja. Jungunternehmerin, genau, wie heisst sie, Nadja Pieren, Umbricht, auch Unternehmerin. Und hat, glaube ich, noch viele von denen, die stehen doch ihren Mann an für das Schlusszeichen. Und es hat auch auf der grün-roten Seite natürlich einige, die ich durchaus schätze und sage, das sind doch normale Frauen. Mhm. Die können auch mal über etwas lachen. Und wir haben es da unten gut miteinander. Also, und was da außen abgeht, das ist einfach, ich glaube, das ist fast die letzte Bastion von diesen verkorksten Feministinnen, die nichts lustig finden und vielleicht im Leben tatsächlich durch ihr Verhalten ein bisschen zu kurz gekommen sind. Gut, und wir haben in dieser Session noch die Revision vom Sexualstrafrecht. Und es ist ja interessant, Tamara Funicello und viele Frauen, die jetzt hier einen Frauenstreik machen, sind dafür gewesen, dass bei Vergewaltigung, bei einfacher Vergewaltigung, immer noch jemand Bedingten wegkommen kann, oder? Also das ist ist absurd, ja. Und ich glaube, dort müssen wir auch sehen, also auch, die weigern sich dann, sobald das Thema auch kommt, häusliche Gewalt, also dass das weit über 50% Ausländer sind zum Beispiel, das machen sie nicht mit beim Schutz der Frauen. Ist spannend, oder? Also, es ist für mich der Beweis, dass es geht nicht um Frau. Nein. Sondern es ist also, der Feminismus ist zu einem reinen ideologischen Projekt gekommen. Leider. Und ich meine, sogar der Tagesanzeiger schreibt heute,
Die Raffaella Birr sagt eben, der Streik ist letztlich gekapert worden von einer Absolut. Ideologie. Und ich meine, das müsste ja eigentlich diesen Feministinnen zu denken geben. Weil wenn sie nur noch einen ideologischen Feminismus haben, werden sie nichts mehr erreichen in diesem Land. Du musst ja Mehrheit haben, oder? Ja, die kommen mir jetzt ein bisschen vor, da aussen wie die Strassenkleber von der grünen Bewegung. Also, das ist einfach unsportlich, unschön. Das akzeptiert niemand und es tut dem wahren Anliegen dem Bärendienst erweisen. Aber du sagst, es gibt noch wahre Anliegen. Also, du sagst, es gibt irgendwo noch Bedarf, etwas zu machen für die Frauen oder eine Gleichstellung. Wo würdest du denn sagen? Wo müssen wir noch ansetzen? Also, zuerst mal gibt es jeden Tag zu danken den Frauen, die uns so viel Arbeit abnehmen, die unsere Kinder grossziehen, wo unser Haushalt im Schuss halten, soweit wir nicht beitragen können dazu. Das meine ich durchaus ernst. Also ich finde das wirklich, Frauen leisten eine enorme Arbeit. Das ist auch als Grossmütter später, das ist unschätzbar. Und da gilt es jeden Tag dankbar zu sein. Und wenn es irgendwo in einer Firma Zustände gibt, wo man den Frauen für die gleichwertige Arbeit weniger zahlt, dann müssen wir das können sanktionieren, bin ich absolut der Meinung. Aber es läuft alles in die falsche Richtung. Jetzt kommt man und sagt, man möchte gerne Menstruationsferien. Ja, was heisst das? Die Arbeitgeber werden wieder weniger Frauen anstellen oder tatsächlich weniger zahlen, wenn man mit rechnen muss, dass 15% von den möglichen Arbeitstagen nicht rum sind. Also, eben, also die machen einfach das Falsche. Und ich merke auch in dem Bundeshaus, hat es viele linke Frauen, die durchaus vernünftige Anliegen haben. Und ich muss sagen, jawohl, da müssen wir glaube ich noch helfen. Zum Beispiel die Tamponsteuer. Also, da finde ich jetzt als Mann, kann man sagen, ja, okay, ihr habt recht. Also, dass man auf Monatshygiene eine Mehrwertsteuer erhebt, das ist wahrscheinlich falsch. Der Staat will natürlich immer überall kassieren. Gut, Steuern senken bist du natürlich. Genau, bin ich dafür. Als SVPler immer genau, dafür, egal. Und würde aber dann für die Rasierklinge das gleiche Recht fordern. Ja. Warum nicht? Ja, ist ja auch eine Art Tageshygiene. Genau. Also mindestens bei uns beiden. Bei uns beiden leider nicht bei allen, aber ich finde auch. Ja, jetzt aber, ich meine, wenn du sagst, man muss jeden Tag den Frauen danken. Meine Tamara Funicello würde jetzt sagen, ja, aber Andreas Glarner, da muss man die unbezahlte Care-Arbeit, das ist so ein Schlagwort, das muss man doch irgendwie in Rechnung stellen oder der Staat muss das zahlen oder so. Nein, aber es gibt Arbeiten, wie man auch auf Bundesebene vielleicht weniger, aber viel mehr auf Kantons- und Gemeindearbeiten unbezahlte Arbeit leistet. Also wenn ich jetzt denke, die vielen, die Pfadfindervereinigungen, die vielen, die sich am Sport widmen, gratis Kind trainieren und so weiter. Man kann nicht alles zahlen in einem Staat. Man soll Miliz die Arbeit hochschätzen, aber nicht immer alles zahlen, sonst machen es plötzlich die Falschen. Ich war Gemeindame von der erfolgreichsten Aargauer Gemeinde. Und im Verhältnis zu der Steuerung, aber wie Lili, im Verhältnis haben wir die tiefsten Kälter für Gemeindamen und Gemeinderäte. Ja. Weil wir es einfach aus Begeisterung gemacht haben und weil wir auch an welchem Land etwas zurückgeben, das uns so viel schenkt. Ich glaube, man kann nicht alles zahlen. Und die Care-Arbeit, ich sage einmal Care, also wahrscheinlich zusammenkehren, wie sie es einmal falsch aussprechen. Da dreht es aber schon wieder durch. Genau, da dreht es durch. Aber auch da, eine lustige, oder eine normale Frau da oben, die kann das noch lustig finden und sagt, Karn, hast du wirklich Kehr gesagt, genau. Und andere drehen schon rot und grüssen einem fast nicht mehr. Also, ja. Hast du viele, die dich nicht grüssen? Nein, ich glaube nicht. Also klar. Also ich habe auch ein, zwei. Du trittst mal jemandem auf den Schwanz, wenn man das so sagen. Und dann ja, ist es nicht bei anderen möglich. Aber ja, und dann wirst du natürlich gemieden. Das gibt es. Oder wenn jemand abgebrochen ist, wirst du natürlich gemieden. Aber mit den meisten kann man irgendwann mal wieder ein Glas nehmen. Am liebsten, ja. Und dann gut. Wir haben kürzlich eine Party von 44-Jährigen, Grünen zufällig, am 40. Jahrestag der Gründung der Grünen Partei. Und da sind über 100 Leute da drin. Wir haben das Käferfest miteinander. Das finde ich wichtig, dass man da unten gut haben miteinander. Und im oberen Stock, also im Ratssaal, dort gibt man sich auf die Mütze, in den Kommissionen geschweige. Aber wenn das möglich ist, dann haben wir die Aufgabe richtig gemacht. Könnte man jetzt aber sagen, das ist so ein bisschen Klasspolitik, oder? Wo da zusammen Party feiert und gegen außen spielen da so ein bisschen Debatten, oder? Nein, wir spielen eben nicht. Das ist eben das Verrückte. Das hat ein grünes Ratsmitglied, eine sehr nette Dame, die sagt einmal, Glarner, ich könnte dich erwürgen in der Kommission. Sibylle Arslan. Nein. und da unten bist du wieder der Liebste, oder? Und das ist ja gegenseitig. Und ich glaube, das muss so sein. Wir haben mal in Wohlen eine Debatte gehabt zum Thema Islam und dann in einer Gewerbeschule, weiss ich noch gut. Und dann sind wir irgendwie drei auf der Gegenseite gewesen und etwa zwei bei uns. Und dann hat man sich so richtig auf die Mütze gegeben und nachher ist man eins genommen miteinander. Man hat die Leute vorher nicht mehr kennen. Und dann haben die Schüler uns gesehen in der Kantine beim Kaffee. Und die sind zum Lehrer gesäckelt und haben gesagt, hey,
Das war eine verdammte, hure Fake-Diskussion. Die haben einander ja jetzt... Verstehst du aber die Reaktion? Natürlich. Aber ich glaube, wenn das möglich ist, solange geht es uns gut, solange können wir ohne Bewacher umeinander laufen, solange ist das Land auf Lösungen vorbereitet, weil man eben auch mit Respekt einander gegenüber kann. Kämpfen. Jetzt gibt es heute noch eine zweite, also wir reden jetzt nicht über Gleichstellung, grosse, außerordentliche Session, und dann gibt es noch eine zweite, die dich, glaube ich, ein bisschen mehr interessiert, nämlich über das Asylwesen. Das ist ein uraltes Thema von dir. Ich glaube, du bist schon als Kandidat, wo du gar noch nicht denkst, wie hast du das gemacht und so. Ja, jetzt haben wir eine neue Asylministerin, Elisabeth Bohm-Schneider. Ja, du bist wahrscheinlich nicht Fan von ihr. Aber sag jetzt, was würdest du, wenn Sie jetzt sagt, Andreas Glarner, gib mir einen Ratschlag, was muss ich machen bei der Asylpolitik? Also zuerst mal finde ich sie menschlich eine extrem offene, erfrischende Frau. Das heisst, die SVP hat sie gewählt. Du musst nichts sagen, aber... Ja, ich bin auch der Meinung. Ja. Also jetzt aus der Erinnerung. Sie ist eben da wie das Menschliche. Ja. Sie geht auf die Leute zu. Sie könnte eine Bundesrätin der Herzen werden. Also sie ist... Ja, und ich finde, sie ist unkompliziert und sie macht einmal einen Fauxpas und das ist auch okay. Also ich glaube, wir brauchen nicht alles so statische oder so fein geschliffene Bundesräte, wie da noch ein paar auf der Warteliste stehen, sondern sie ist dort durch. Aber, und zugleich ist sie halt ein bisschen unbedarft und ist noch nicht ganz so weit eingeschafft, wie wir es vielleicht würden erwarten nach einem halben Jahr. Ja, ich finde auch noch. Sechs Monate. Also. Ja. Der Tipp, den ich ihr geben würde, wäre einfach hart, aber fair. Also sie müsste wirklich helfen, die unechten Fälle aus dem Land zu schaffen und für die echten da zu sein. Ich glaube, das fordern wir ja auch. Wir sagen einfach, es macht keinen Sinn, wenn wir haben über 100'000 vorläufig Aufgenommene in den letzten 20 Jahren. Und davon wirst du es nicht glauben, sind über 7'000 von eingebürgert worden. Also man muss sagen, die vorläufig aufgenommen, das sind die, die man zwar da behalten, die aber eigentlich das Asylgesuch abgelaufen das Asylgesuch abgelehnt worden ist. Also die eigentlich nicht dürften da sein, aber weil man sie nicht zurückschaffen kann, sagt man vorläufig aufgenommen. Genau. Das ist so eine Konstruktion, die außerhalb vom politisch-medial-verwaltungsmässigen Bubble niemand versteht. Eigentlich ist es aber die richtige Beschreibung. Also wir haben Leute, die können wir aus was für Gründen auch immer jetzt im Moment nicht gerade zurückschaffen, dann dürfen sie da bleiben. Und das ist der völlige Fehlanreiz, oder wenn man denkt, dass man in Eritrea, also Eritrea hat man 85,4% Chancen, bei uns eine vorläufige Aufnahme überzukommen. Also ich bewundere ja jeden Eritreer, der nicht losfährt. Also, ich meine, wenn ich 85,4% Chance hätte, in der Schweiz zu bleiben, stelle ich noch das Kind auf die Welt, ist das 100%. Ja, also da müsste eigentlich jeder ein Depp sein, der nicht losmarschiert. Das hoffe die Sendung schaut man nicht in Eritrea. So, und das müssen wir ändern. Und da ist auch heute mein Vorstoss traktandiert, dass wir eben sagen, wir machen entlang der Grenzen machen wir Transitzonen, wie wir es im Flughafen Zürich haben. Also wenn du im Flughafen Zürich ankommst, bist du eigentlich noch nicht in der Schweiz. Du bist formell im Ausland, Transit. Und kommst erst nachher rein. Und das wollen wir mit diesen Zonen machen, dass man also das Asylgesuch muss vom Ausland her in dieser Zone stellen. Die Zone, glaubt man, das kann 5 Sterne sein mit Wellness und Pool. Ja, also, komm, das kannst du nicht. Doch, es ist alles billiger, als wenn es einen Fuß in die Schweiz setzt. Sobald es weil es einfach 100'000 von Franken kostet. Wir haben in der Gemeinde von der Martina... Aber die Transitzone, die kostet auch 100'000 von Franken. Das kann Millionen kosten, ist alles billiger. Ist doch alles, weil wir nach 12 Wochen, wenn wir das Asylverfahren durch haben, können sagen, und jetzt zurück in den Staat, von welchem du kommst. Es kommt ja jeder, der in die Schweiz kommt, über einen sicheren Drittstaat. Also dürfen wir jeden wieder dorthin zurückschicken, wo er gekommen ist. Ja, aber Italien will ja die nicht. Das interessiert uns wahnsinnig. Also Italien ist natürlich jetzt einfach betroffen, weil es sind schon wieder 48'000 per Ende Mai. Aber Österreich will die auch nicht und Deutschland will die also auch nicht. Also wir wollen sie auch nicht. Also Entschuldigung. Aber woher aus sie denn konkret? Die EU hat es gleich entschieden. Die EU hat ja jetzt, ich glaube, die Woche, also Ende letzte Woche haben sie entschieden, dass sie an der Aussengrenze die Verfahren abwickeln und dann zurück. Mhm. Es geht technisch nicht mehr anders. Afrika hat pro 12 Tage netto eine Bevölkerungszuwachs von 1 Million Menschen. Also wir können das Problem nicht bei uns lösen. Mhm. Das geht nicht. Also wir müssen es dort lösen. Stell dir mal vor, die 1,5 Millionen vom 2015, die wir da übergenommen haben. Genau. Die sind die 18 Tage wieder da gestanden in Afrika. Wie willst du es bei uns lösen? Also, wo wir geholt haben, wo Deutschland geholt hat. Und Europa. Ja, genau. Ja, genau.
Ja gut, aber da kommt immer, ihr bringt immer das Argument, man muss es dort lösen, das Problem. Mhm. Aber wenn es dann da um die Entwicklungshilfe geht, dann sind wir auch dagegen. Nein, wir sind darum dagegen, weil man die Entwicklungshilfe einfach völlig absurd macht. Also, der berühmteste Fall ist in Sri Lanka, wo die Frau Galmiche eine Schule eröffnet, an einem Ort, wo es gar kein Kind hat. Also, wir haben wirklich. Nach dem Tsunami ist das. Genau. Legendäre Geschichte von der Weltwoche, muss man, genau, muss man erwähnen. Ist ja genau. Eine gute Geschichte. Wir haben aber auch Fälle aus dem Entwicklungsbericht, wo es zum Beispiel mit Kunstwerken in Pampa rausfahren und dann Staffeleien aufstellen, Bild herstellen und den staunenden, hungernden Eingeborenen zeigen, was Kunst ist. Das machen die im Ernst und mit unseren Entwicklungsgeldern. Und in der gleichen Zeit sterben in Burkina Faso Leute auf der Straße vor Hunger. Und das kann doch nicht wahr sein. Also wir müssen die Hilfe gezielter und besser einsetzen. Wir müssen all die guten Menschen entfernen. Da gehören Unternehmer an, die das auch können, eben auf gesunde Beine stellen und Hilfe zur Selbsthilfe machen. Ich habe mal eine afrikanische Ökonomin getroffen und die sagt, hört auf, uns helfen. Das Einzige, was wir brauchen, ist sind die gleichen Rahmenbedingungen wie in der liberalen Schweiz. Ja. Für das Unternehmertum. Wäre dann, oder? Eigentumssicherheit. Zum Beispiel auch ein Grundbuch, ich meine, das ist ja gross, dass man weiss, das Stück Land, das gehört mir und es ist irgendwo hinterlegt und man kann mir das nicht wegnehmen, weil einer irgendwie durchdreht und so. Einfach, das ist, und dann, ich habe mal jemanden mit der DEZA, habe ich die Frage gestellt, was macht ihr eigentlich zur Sicherstellung von Eigentumssicherheit? Da haben mich zwei Augen angeschaut, wie wenn ich vom Mond komme. Gut, vielleicht bin ich vom Mond. Aber nein, wenn man den Jahresbericht von DEZA anschaut, da hat es noch weitere wunderbare Beispiele drin, warum du denen nie mehr Geld geben darf. Also, und eben, die Weltgemeinschaft hat in 50 Jahren 1000 Milliarden auf Afrika gepumpt, mit dem Ergebnis, dass sie jetzt zu uns kommen. Also etwas haben wir falsch gemacht. Jetzt, aber du sagst, hart, aber fair müsse die Asylpolitik sein. Und jetzt, ich habe den Eindruck von Baumschneider, sie macht gar nicht so viel. Im Moment. Ja. Sie geht einfach, sie sagt europäische Zusammenarbeit und so. Und mehr Containerdörfli. Irgendwo hat sie gar keine Lust, eine eigene Asylpolitik zu machen. Das ist vielleicht ein Unterschied zu Karin Keller-Sutter. Die hat immerhin probiert, das Problem mit Serbien damals, das Visa-Problem, ist glaube ich etwa ein Jahr her, hat sie doch angepackt und so. Also sie probiert wie auszuweichen bei der Asylpolitik. Oder sie ist gefangen, natürlich von ihren Genossinnen und Genossen. Das ist nicht ihr das Problem, oder? Sie hat ja selber, sie ist eigentlich eine Marxistin, oder? Und sie hat wirklich immer ganz linke. Das ist ihre Jugendsünde vielleicht. Ja, ja, ja. Also will ja. Sie. Also, hätte ich diese Jugendsünde, wäre ich wahrscheinlich auch in dem Gebäude drin. Aber item, ja, sie ist einfach gefangen in ihrer persönlichen Ideologie und natürlich in dem Korsett, wo die Sozialisten ihr vorgeben, ja. Ja. Ja, aber ich meine, sie muss ja jetzt als Bundesrätin, man kann ja nicht Parteipolitik machen. Also, der Albert Rösti kann auch nicht nur SVP-Parteiprogramm umsetzen. Ja, der Albert Rösti hat, glaube ich, wie kann man denn sagen, den Gump oder der Ding schon gemacht, oder? Ist schon einer der Linie. Ja. Natürlich eng flankiert von guten Leuten und auch eingebettet. Und er ist, glaube ich, auch von naturell her der jetzt das wirklich hervorragend machen kann. Mhm. Und bei ihr, ich glaube, sie würde es wahrscheinlich auch noch, aber ich will ja nicht als Baumschneider müssen mich mit der Matthäa Meier geschweige mit dem Sedi Gwermut um einen Anschlag. Das ist wahrscheinlich jetzt für sie ganz eine schwierige Rolle. Oder die zwei werden die vermutlich jeden Tag. Der Unterschied ist einfach, sie machen es bei der Linken machen sie es dann einfach hinter den Kulissen. Sie machen es nie in der Öffentlichkeit. Ja. Und die Bürgerlichen machen dann so Streit sehr oft in der Öffentlichkeit. Ja. Und das schwächt dann natürlich beide Seiten, oder? Gut, jetzt sei es hart, aber fair. Irgendwie kommt wieder eine Initiative oder so. Weil ich meine, das Problem, wir haben es letztes Jahr 25'000 gehabt, es werden 27'000 sein, die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht mitzählt. Mhm. Ich meine, es gibt ein Unbehagen im Land, glaube ich schon, was Zuwanderung angeht. Ja, wir sind ja bei 188'000 netto letztes Jahr gewesen. Und da müssen wir immer sehen, wenn wir da irgendwo grobe Zahl von 88'000 reden, dann sind eben fast immer das Doppelte nicht ganz tatsächlich zu integrieren. Weil es gehen ja immer etwa 70'000-80'000 heim. Und die heimgehen, das sind ja, integrieren muss man nicht nur die netto da zurückkommen. Ja, genau, das meine ich. Also, das ist fast die doppelte Zahl. Mhm. Und die heimgehen, sind ja bestens assimilierte Spanier, Portugiesen, Griechen, Italiener gewesen. Und müssen aber sind es letztes Jahr 162'000, die wir müssen integrieren müssen. Plus die über 100'000 aus dem Asylbereich,
Also es ist einfach, es ist für die Gemeinden nicht mehr stemmbar. Das merken wir auch. Das ist wirklich ganz verrückt. Wir haben jetzt übrigens, ich muss es erwähnen, wir haben jetzt für unsere Leute das, einen Sachbefehl gemacht zum Thema. Was heisst, für die SVP? Genau, für Asyl und Migration. Da haben wir also wirklich alle Tatsachen vom letzten Jahr aufgelistet. Das kommt jetzt jedes SVP-Mitglied über. Und das ist wie beim Militär. Sackbefehl muss man vielleicht erklären. Das ist das, was man muss auf den Mann haben muss, wenn man einruckt. Da gehört auch Sackmesser dazu. Das IVP hat das bei mir noch geheißen. Bei mir auch. Ah, okay. Und Ohrstöpsel. Ohrstöpsel auch noch. Gut, eben. Weil man sich müssen den Weg freischiessen. Genau. Und die Leuchtgamaschen, oder? Irgendwie. Genau. Und das ist jetzt also der Sackbefehl für den SVP. Leute, genau. Wo man eben alle Zahlen. Aber die linken Grünen sagen dann, ja, das ist wieder typisch. Die SVP tut einfach das Thema bewirtschaften und ausschlachten, wie es Wahlkampf ist. Was sagst du denn? Nein, ich glaube, ich hätte vor einem Jahr nicht gewettet, dass das Thema. So, sicher? Nein, weil warum nicht? Also, ja, Energie hätten wir vielleicht auch noch, wo uns die Linken und Grünen und die Gesunden und Netten in vielen von uns da haben. Also, man hätte sich nicht können vorstellen vor zwei Jahren, dass wir je um Strom betteln und fürchten, dass wir vor einem Kollaps stehen, was wir übrigens stehen. Das der Herbst dann aber endgültig. Dass wir anfangen, Kohle, Gas oder jetzt bei uns Gas, Ölkraftwerke im Bier aufstellen, um uns die Energieversorgung sicher. Das hätte ich gedacht, wäre dein Hauptthema. Aber da sind wir jetzt derart eingeholt worden von der Realität. Mhm. 188'000 Leute Nettozuwanderung. Wenn man überlegt, was das heisst. Also, wir haben da mal eine Aufleistung, was das ungefähr heisst. Das heisst 81'000 Wohnungen, fast 400 Ärzte, fast 900 Krankenbetten, 1400 Krankenschwestern, 100 Zahnärzte, 700 Schulklassen, 171 Schulhäuser, fast 100'000 Autos, 50% von Mühleberg, 3 Gefängnisse, 3 Bezirksgerichte. Das heisst das, die Zuwanderung. Ein extremer Stromverbrauch. Also, das müssen wir irgendwo in den Griff bekommen. Jetzt gibt es ja andere Bürgerliche, die sagen, ja, wir brauchen doch Zuwanderung, wir müssen ein offenes Land sein. Und gerne. Die SVP spielt da wieder eine Abschottungspolitik. Nein, wir sagen da, das Motto für uns ist, es kommen zu viele und es kommen die Falschen. Ich treffe heute Abend die Leute von der Science Industries zum Gespräch. Ja, und ich das weiss, ist, muss man sagen, das ist der Verband von der Forschung. Ja, da hat es Rost dabei, Novartis, Frau Martula Blocher mit Rems, genau. Die chemische und verarbeitende Industrie irgendwie. So. Ja. Ja, genau. Und ich weiss noch, vor einem halben Jahr haben die uns um Strom angefleht und gesagt, wir müssen uns doch helfen, wir haben so zu wenig Strom. Und dabei sind das die gleichen, die damals die Energiestrategie zugepflichtet haben. Jetzt sind sie übrigens wieder die gleichen, sind wieder für das Energiefressengesetz, das Stromfressengesetz. Völlig erstaunlich. Aber die brauchen natürlich hochdekorierte Spezialisten. Und die sind wirklich, weil sie nur noch Manager sind und nicht mehr verantwortungsvolle Mitbürger, sind sie bereit, auf 1000 einen zu nehmen. Oder? Und die anderen 999 sind denen völlig egal, die hängen dann halt bei uns. Und wir haben ja Tatsachen, wenn man Fachkräfte hat, dass 65,4% letztes Jahr von ihnen, die gestempelt haben, angegeben haben, sie sind immer im Fachkräftebereich gewesen. Mhm. Also, es ist verrückt, oder? Also, wir rufen die Leute und brauchen dann vielleicht einen, zwei, drei davon. Und den Rest gehen wir auf die Sozialhilfe. Und weil wir eben so quartalstriebene Manager sind, ist denen das völlig egal. Mhm. Aber sie müssen ja gleich zahlen. Also, wenn ich, das ist denen egal. Also, die haben ihr Gehalt. Aber die sind ich, 5 Jahre in der Schweiz. Ich finde das interessant, weil das ist meine These ist gerade ein bisschen ähnlich. Weißt du, ich erlebe auch da vor allem die grossen Wirtschaftsverbände, also, oder sagen wir so, die Wirtschaftsverbände für den Grosskonzern erlebe ich auch so, dass sie sehr kurzfristig und sehr eng über Zuwanderung reden. Die langfristigen Folgen, die Zuwanderung hat für das Land, das ihnen gute Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, das sehen sie nicht oder sie haben noch gar nicht davon gehört. Manchmal. Ja, die sind völlig egal. Die haben keinen Bezug zur Schweiz. Das hast du ja gesehen wie der CS. Warum ist sie am Schluss noch kaputt? Weil Leute geführt haben, die keine Ahnung mehr haben von der Schweiz. Ja. Und was wäre denn die Lösung dafür? Wie muss man bei der Zuwanderung, also du hast gesagt, Politik muss hart, aber fair sein, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Politik macht ja das nur, wenn sie ein Volksvotum oder eine klare Sicht bekommt. Ja gut, sie hat das Volksvotum bekommen. Meine, unsere Masseneinwanderungsinitiative ist angenommen worden, ja, nicht umgesetzt worden von Verfassungsbrechern. Das kann man gar nicht anders sagen, weil wenn man die Verfassung nicht achtet, ist man ein Verfassungsbrecher. Und das ist da oben wirklich bei dieser Kommission gewesen, einfach mit Füßen getrampelt worden, was das Schweizer Volk eigentlich wollte. Und ist halt absurd umgeführt worden mit dieser Meldepflicht. Oder? Also das ist absurd. Das Einzige, was wirklich daraus resultiert hat. Nein, ich glaube, wir laufen Richtung 10 Millionen Schweiz. Jetzt kommt halt die nächste Initiative, die wird im Juli lanciert. Und ich nehme an, die wird ein grosser Erfolg werden. Ich glaube, da müssen wir nicht gross sammeln.
die werden uns zulaufen und zuspringen, die Unterschriften. Heute Abend, heute Nachmittag in dieser Debatte gibt es auch noch einen anderen Vorstoss von den Grünliberalen, die sagen, es müssen eine positive Vision von der 10 Millionen Schweiz müssen wir produzieren. Das kann man natürlich machen, ja. Wir sind dagegen. Es gibt, glaube ich, keine positive Formulierung für das, weil sind es bei 9 Millionen. Wir haben überfüllte Strassen, wir haben überfüllten ÖV, wir haben einen dichten Stress, wir haben Spitäler, die überlaufen. Da wissen wir natürlich auch, wer da dazu beiträgt. Wir haben Kriminalität. Also all das spielt halt rein, dass wir uns nicht mehr ganz wohl fühlen. Wir fühlen uns inzwischen fremd im eigenen Land. Du hast nicht übertrieben, also komm jetzt. Nein, das haben wir... So wie Lili fühlst du dich fremd? Nein, das haben wir ja noch Ordnung. Das ist gut. Aber sonst? Aber ich jetzt in Zürich gegangen, muss ich sagen. Also, das, also die Schweiz ist ja nicht mehr meine Schweiz. Das sieht man gut. Also man sieht... Warum denn? Weil Leute irgendwie anders aussehen als wir zwei? Nein, das wäre noch seine Sache. Also das wäre nicht so tragisch. Ja. Nein, ich glaube, wenn man einfach wissen, dass unsere Kinder, das sind die Leidtragenden unter der ganzen Übung, und jetzt meine Grosskinder, wenn meine Kinder so weitermachen, einfach in der Schule nicht mehr das lernen, nicht mehr den Lernerfolg haben, was sie verdient hätten. Also die Schule ist, glaube ich, wirklich, die Schule ist auch ein riesiger Integrator, oder? Und macht sie bis jetzt wahnsinnig erfolgreich, aber ich sehe schon auch, es gibt einfach Situationen, wo es kippen kann, oder? Integration ist eine Frage der Menge. Wenn man früher 2-3 Ausländerkinder in einer Klasse, dann ist das noch gegangen. Heute haben wir noch 2-3 Schweizer Kinder und jetzt tun wir ja tatsächlich in gewissen Schulhäusern, auch in der Stadt Zürich, die Schweizer Kinder integrieren in die ausländische Gruppe. Man führt den Ramadan durch. Also ist ja logisch, wenn du natürlich von 20, 22 Kindern 12 Muslime hast, die Ramadan feiern oder zelebrieren, dann kannst du kannst keine Prüfungen mehr machen. Das erzählen mir Lehrer. Habe ich eine Prüfung gemacht während dem Ramadan, nicht mehr dran denke, ein schlechtes Resultat von allen Muslimen. Eltern säckeln in die Schule, sagen, hey, die Prüfung ist zu annullieren, mein Kind darf nicht essen und trinken. Ergo hat es nicht konzentrationsfähig sein, was sogar stimmt. Und jetzt werden während dem Ramadan keine Prüfungen gemacht, es werden keine Sporttage gemacht, es werden keine Schulreisen gemacht und keine Schullager. Es ist doch verrückt, wie wir uns anpassen, statt zu sagen, Kollegen, ihr könnt euer Ding feiern, wie ihr wollt, aber da läuft unser Programm. Ist gut, im Bundeshaus gibt es noch kein Ramadan. Andi Glarner, merci für den Besuch und fürs Gespräch. Und ich uns danken. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben, einen Kommentar da lassen, den Kanal abonnieren, weil auch nächste Woche gibt es ein tolles Gespräch direkt aus dem Bundeshaus auf eure Ohren. Merci fürs Zuschauen und eine gute Zeit.